Servus, Salve und Hallo. Hier kommt jetzt der 11. Index oder vielmehr die 11. Analyse in den letzten paar Tagen. Joba Stressbustel. Deswegen bin ich ganz froh, heute mache ich den DAX und das ist dann das Ende dieser Serie. Und vor euch liegt der Monatschart. Ich mache das genauso wie bei den anderen Indizes genau. Und zwar, hier sind die Gewinner. Manchmal ein bisschen größer. Beiersdorf, 18%, na sagen wir mal 19%. Beiersdorf, eine Aktie, da gucke ich nicht drauf. Das ist irgendwie, Beiersdorf kommt mir nur in den Sinn, wenn ich mal eine Nivea kaufe. Ich habe mit der nichts zu tun. Gar nichts. Es gibt Werte, die, ja, wie soll ich das sagen, die sprechen nicht zu mir. Beiersdorf gehört dazu. Die Münchner Rück und die Hannover Rück waren wirklich gut. Habe ich unterschätzt, habe ich auch nicht so drauf geschaut. RWE, fein, ist plus 16%. Ich bin mehr ein Freund von E.ON, aber gut, die RWE haben jetzt hier 16% gemacht, die E.ON deutlich weniger. Telekom ist schon überraschend, finde ich, mit 14,34%. MTU wundert mich überhaupt nicht. Deutsche Börse, nochmals, es hat nichts damit zu tun, ob wir viele Volumina haben bei den Aktien auf Xetra. Das macht nur 6-7% aus in der Bilanz. Die Deutsche Börse hat ein anderes Geschäftsmodell, die verkauft die Indizes. Und hat Lizenzgeschäft. Der Umsatz ist völlig egal. Bayer. So, jetzt hatte ich gesagt, ich nenne auch mal ein paar Favoriten. Bayer gehört dazu. Also muss jetzt mal in die Bayer reingehen. Aber komm, da können wir noch die Linde vorher machen. Ich habe das jetzt echt nicht verfolgt, wann die Linde aus dem DAX rausfallen. Ich habe das nicht verfolgt, aber es ist in diesem Fall für dieses Jahr unverändert. Ich weiß nicht, wann die da rauskommen. Jetzt gucken wir mal auf die Bayer. Bayer habe ich mir so vorbereitet. Der eine oder andere kennt den Chart schon. Das ist also ein ganz langer Trendkanal gewesen von 2017. Da waren wir dran, drunter oder oben dran, unten dran, oben dran, unten dran. Dann sind wir irgendwann durchgebrochen. Tja, und was macht sie jetzt? Hat nochmal aufgesetzt, beziehungsweise leicht unterboten. Mach es mal größer, Entschuldigung. Hat in der letzten Woche ein bisschen was verloren. Die Bayer hat irgendwann ihre Hauptversammlung, ich glaube, es ist im April oder Mai, ich habe jetzt nicht genau geschaut. Ich mag die Bayer, ich mag sie sehr. Ich habe den Begriff Glyphosat und damit verbundene Rechtsschwierigkeiten in den letzten Wochen kaum noch gehört. Ich bin der Meinung, die stehen kurz davor, dieses ganze Problem zu lösen. Ich habe eine Position in Bayer, das muss ich an dieser Stelle sagen, um den BaFin gerecht zu werden. Und ich bin der Meinung, die Bayer gehen innerhalb der nächsten 6 Monate hier Richtung 200-Tage-Linie. Da hier diese 56,5. Ich bin ziemlich positiv für Bayer. Was ich habe, das sind Optionen, die liegen hier unten. So eine 44er. Kleiner Hebel, aber das ist eine Geschichte, die kann ich länger halten. Ich finde, wir werden hier positiv auf Tagessicht. Ich mag die Bayer, das ist für mich eine Aktie, die man haben muss. Ein wirklich gutes Kaufsignal gibt es, wenn wir das hier überbieten. Und da sind wir beim Höchstkurs von 49,36. Dann fangen sie an, steil zu gehen. Jetzt wird wahrscheinlich der eine oder andere fragen, warum ist das mit BASF? BASF ist ein sogenannter Beta-1-Stock, verhält sich wie der DAX. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Bayer, insbesondere wenn wir in das Jahr hineingehen, also so ab Ende Februar, März, auch dividendenrenditenmäßig, und ich glaube nicht, dass sie die Nennenswert verändern werden nach unten, dass es gut wird. Ich mag die Bayer. Ich denke, das ist so ein Long-Term-Investment, Viertel, halbes Jahr, irgendwie sowas in der Art. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die hier oben hingehen. Aber muss man mal ein bisschen genauer schauen. Dann von den Gewinnern habe ich jetzt hier nicht viel. Gucken wir mal auf die Verlierer vom DAX. Die Verlierer, hier sind sie. Vonovia. Ich schaue auf diese ganzen Immobilienwerte erst dann, wenn abzusehen ist, dass die EZBs dieser Welt oder die Feds dieser Welt die Zinsen nicht nennenswert weiter erhöhen. Was das angeht, bin ich der Meinung, dass wir noch ein halbes Jahr mit steigenden Zinsen von den Notenbanken zu tun haben und dann wird es sich abflauen. Ich lese überall auf YouTube oder in verschiedenen Chats, dass der Markt
insgesamt, also jetzt der DAX gesprochen, viel zu hoch ist, müsste runter, Rezession und, und. Ich teile die Ansicht nicht. Aber das mache ich nachher in der DAX-Analyse, mache ich das nochmal. Ich teile die Ansicht nicht. Ich glaube, dass wir tendenziell ein besseres Jahr haben werden als das letzte Jahr. Das letzte Jahr war schwierig. Es war echt schwierig. Fürs Daytrading perfekt. Ja, für Swingtrader perfekt. Für Endanleger im Sinne von Fonds eine Katastrophe. Für Endanleger im Sinne von Sparplänen auch nicht schön. Deswegen, ich bin sehr stolz darauf, dass mein letzter Jahresausblick, das hier wird ein 6-Monats-Ausblick, der letzte Jahresausblick wirklich gut getroffen hat. Ich habe alle meine Sparpläne eingefroren und habe den dann ab Juni wieder freigeschaltet. Ich habe diese ganzen Highs im DAX von 16.000 sowas nicht gekauft, sondern erst später bei 13.500 ungefähr. Zurück hierzu. Hier kommt Adidas, da gehe ich gleich drauf ein. Das ist also einer meiner Favoriten für dieses Jahr. Von den ganzen anderen Werten hier habe ich noch Volkswagen, da gehe ich gleich auch drauf auf. Eine Volkswagen hat 34,4% verloren, wobei man hier halt die Dividende jetzt mal berücksichtigen muss. Sartorius mag ich auch gerne, aber nicht so gern, dass ich hier vorstelle als einen meiner Favoriten. Adidas schon eher. Gucken wir also mal ganz kurz auf die Favoriten, bevor ich in den DAX gehe. Nehmen wir mal die VW als erstes. Volkswagen hier. Ein relativ neuer Chef. Und was mir halt hier auffällt ist, wir haben hier, habe ich in Volkswagen eine Position? Das muss ich gerade überlegen. Ja, habe ich. Ich habe in Volkswagen eine Position, deswegen muss ich es nennen. Wir haben hier diese gedashte Linie. Die kommt also aus ganz alter Zeit. Kommt hier hinten her. Von da. Finde ich, ist eine gute Marke. Und ich habe mich für VW entschieden, weil ich denke, dass jetzt werden ab Januar wieder die Chips geliefert, dass die Autoindustrie insgesamt wieder ein bisschen besser gehen wird. Ja, Rezession von mir aus. Und man kauft vielleicht nicht gleich ein Auto neu. Aber ich glaube, dass zum einen die Gebrauchtwagenpreise fallen werden. Deswegen kaufe ich keine Auto 1 mehr. Und dass die Neuwagen besser werden und wahrscheinlich ein gewisser Preiskampf da stattfinden wird. Also ich glaube, dass die Autos, ob das jetzt Daimler ist oder VW oder BMW, nur mal um die drei jetzt zu besprechen, dass es insgesamt ein bisschen hochgeht. Bei VW gefällt mir, dass wir jetzt hier heftigst verloren haben, von hier vom Hoch bei 252 vom, wann war denn das, 252, ich muss gerade mal schauen, das war hier am 18.03.21. Wir haben uns halbiert. Der neue Chef gefällt mir, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, dass der Ex-Chef von Porsche, der jetzt aber auch Porsche mitmacht, der hat irgendwie einen größeren View, eine größere Einstellung, eine Vision, sagen wir es mal so. Und das gefällt mir sehr gut bei VW. Deswegen bin ich der Meinung, dass VW hier irgendwo einen Boden bildet. Es wird bestätigt, nach meiner Anschauung der technischen Analyse, durch das von oben fallende Band. Deswegen gehe ich davon aus, dass sie nicht mehr unter die 100 und was ist das hier genau? Das ist die 111,32 gehen. Ich bin hier schon positiv über das MACD. Ich bin noch nicht positiv, eher stabilisierend über die Stochastik. Der Wert sollte besser gehen. Wenn wir diesen Punkt hier überwinden, das ist vom 27.12. das 117,20. Bei VW habe ich überhaupt kein Problem, mir kurzfristig vorzustellen, dass wir so die 133 sehen. Aber, also jetzt mal Dividende außen vor gelassen, eigentlich diesen Bereich hier. Eine 165, auch kurzfristig. Wenn eine VW mal läuft, dann braucht dieses Big Ship einen verdammt langen Weg, um zu bremsen. Dann gehen die steil. Dann machen die solche Bewegungen hier nach unten, nach unten. Aber das hatten wir auch dementsprechend schon nach oben. Mag ich ziemlich gern. So, VW abgehakt. Dann haben wir, was habe ich denn sonst noch? Adidas. Meine Fresse, sind die verprügelt worden. WM hin oder her, aber guckt euch das an. Das kommt hier vom 4.11.2021. Das ist also ein bisschen länger als ein Jahr. Da waren sie bei 304. Jetzt waren sie neulich sogar schon unter der 100. Dann kam der neue Chef rein von Puma. Finde ich nach wie vor sehr erstaunlich, aber es ist offensichtlich sinnvoll. Der fängt ab heute an. Ich mag die Adidas. Auf diesem Niveau mag ich sie wirklich. Ich halte sie für sinnvoll bewertet. Ja, wir sind auf Tagessicht sind wir relativ hoch, aber
Da ist nirgendwo auch nur der Hauch eines Verkaufssignals. Das hier ist der Downtrend, gucke ich nochmal, vom 4.11. oder 5.11. letzten Jahres. Da sind wir ganz kurz dran und in Verbindung mit diesem Zwischenhoch bei 137. Wenn die das schaffen, und davon gehe ich aus, habe ich auch hier eher so eine 160, diesen Bereich hier, die Abrisskante, ja, das ist 153, ja, das reicht aber. 153 als ersten wirklichen Widerstand. Das ist auch einer meiner Favoriten für dieses Jahr. Die Lufthanseaten sind der nächste Punkt. Ich mag die. Ich mag sie. Ich muss es einfach sagen, das mache ich jetzt noch ein bisschen. Das ist das Prä-Corona-Hoch. Da sind wir auch weit von weg. Das ist bei 11. Lufthansa stellt 20.000 neue Leute ein. Ich habe jetzt irgendwann mal auf die Homepage geschaut. Da ist also echt alles dabei. Ja. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass doch einige Leute da hingehen. Lufthansa, wie gesagt, 20.000 Leute. Ich finde die gut. Ich mag die. Tatsächlich gibt es hier ganz offen zu, ich fliege sie nicht so gerne. Ja, außer innerdeutsch. Wenn ich mal irgendwie nach Hamburg muss oder sowas, weil da habe ich echt keinen Bock, die Bahn zu nehmen. Ich werde Anfang Februar nach Asien fliegen, weil ich erfülle mir da einen Traum. Ich mache verschiedene Kochkurse. Ich habe mit einer asiatischen Fluggesellschaft zahle ich 2.800 für einen Business-Class-Flug. Weil das ist der Luxus, den ich mir gönne. Ich will nicht 12 Stunden da hinten drin sitzen. Das will ich einfach nicht. Ja? Das Geld gebe ich aus. Das ist für mich Luxus pur. Ich habe geschaut, am gleichen Tag kostet die Lufthansa, und die Airline, die ich gewählt habe, ist echt keine schlechte, 1.000 Euro mehr. Ich habe es nicht ganz verstanden, woher die diese Frechheit nehmen, so hohe Preise zu machen, aber egal wie, es wird bezahlt. Manche Leute mögen das, ich versuche es zu vermeiden, ich habe es auch diesmal vermieden, aber die nehmen halt 1.000er mehr für den Flug. Ja, also für 1.000 Euro kann ich mal, da wo ich hingehe, da kann ich schon alle Kochkurse bezahlen und die Hotels dazu. Also es ist ein bisschen merkwürdig. Unabhängig davon, ich bin der Meinung, jeder Kurs der Lufthansa unter 7, das ist hier 6,88, wo jetzt gerade die Maus liegt, sind Kaufkurse. Ich mag sie. Das Unternehmen ist erstarkt aus dieser ganzen Krise herausgegangen. Das finde ich ganz hervorragend. Deswegen mag ich sie. Das Gleiche gilt für Fraport. Wenn es der Lufthansa gut geht, geht es der Fraport auch gut. Das ist eine hohe Korrelation zwischen diesen beiden Werten. Es war genauso wie früher Bayer und BASF. Jetzt ist BASF, wie gesagt, ein Beta-1-Stock. Und ich glaube, dass die Bayer doch mal ein Beta von 1, irgendwas machen werden, sobald da mal eine Initialzündung kommt. Ich habe weiterhin aus dem Eurostox-Bereich Hotelkonzern Accor, bin aber auch sehr positiv für Hyatt. Accor, jetzt müssen wir schauen, ob ich die jetzt auf die Schnelle finde. Accor, ja. Ich glaube, dass die Reisebereitschaft weiter steigen wird. Die Accor haben hier seit Anfang 2022 einen schönen Downtrend, oftmals bestätigt. Das letzte Mal hier am 9.12. Ich glaube, dass die Accor insgesamt deutlich besser gehen werden. Ich rechne bei Accor mit einem Kurs von hier erstmal erstes Ziel um die 29, aber ich habe kein Problem zu glauben, dass sie in den nächsten 6 Monaten auch mal in die 30 reingehen. Jetzt gehen wir mal zum DAX, da musst du den anderen Spruch zu loslassen, weil der eigentlich geht es ja hier um den DAX. Das ist der Tag, den lassen wir mal erstmal raus, machen wir den Monat. In den verschiedenen Chats, auf YouTube, in Zeitungen, also ich glaube, von 10 Analysten sind 9 negativ und der 10. ist halten. Jetzt gibt es einen 11. dazu, das bin ich. Ich finde, das sieht gar nicht so verkehrt aus. Wenn ich jetzt die ganzen Indizes, die ich jetzt hier auf YouTube analysiert habe, sehe, dann finde ich uninteressant den Eurostox, ich finde uninteressant den Nikkei und den Dow finde ich auch nicht so toll. Alles andere macht nicht nur eine Bodenbildung, sondern fängt auf tiefem Niveau an zu drehen. Ja, wir haben diese geopolitischen Risiken, wir haben die Ukraine, wir haben Taiwan, heute fängt wieder der Junge da in Nordkorea an zu sagen, ich meine, das glaube ich gar nicht, was der sagt, das kann man gar nicht ernst nehmen, er würde jetzt Atombomben als Massenware herstellen, aber da gibt es noch viel mehr. Ja. Wenn von dieser Seite irgendeine Nachricht kommt, wird es natürlich reinhauen auf den DAX, ganz klar.
Aber wenn ich das jetzt mal loslöse, weil wenn ich das nämlich nicht mache, dann darf ich eigentlich gar nichts handeln. Da muss ich es sein lassen. Aber wenn ich das mal loslöse, finde ich, dass die meisten Indizes schlechter gesprochen werden, als sie letztendlich sind. Ich mag den DAX, Stempo 500, vor allen Dingen den MDAX mag ich. Silber, Gold, TechDAX, SDAX, das ist für mich alles in Ordnung, hat wunderschön ausgeatmet von den teilweise seit Jahren andauernden Aufwärtstrends. Ganz toll gemacht. Ich habe hier nicht so eine große Angst. Aber gucken wir uns jetzt mal ganz genau den DAX an. Wir sind hier von dem All-Time-High. Und nochmal, da bin ich sehr stolz drauf, dass ich gesagt habe, ich friere meine Sparpläne ein. Und ich habe sie dann irgendwann im Juni, das war hier Mitte Juni, Anfang Juli, habe ich sie dann wieder freigeschaltet. Denen ist nichts passiert. Man kann, das ist ein Tipp für euch, so einen Sparplan auch einfach mal aussetzen. Für 2, 3, 4, 5, 6 Monate. Ich sehe, wenn ich hier auf den Chart schaue, überhaupt keinen Grund, warum ich den aussetzen soll. Wir werden oder sind positiv über das MACD. Wir sind positiv über die Stochastik. Genau das Gleiche, allerdings noch auf viel tieferen Niveaus, habe ich im SDAX, im TechDAX, im MDAX und. Von der letzten Bewegung, die wir hatten hier von Anfang des Jahres, hier von 16.300, ich runde leicht, bis runter zu 11.858, haben wir jetzt sogar das 61er Retracement gesehen. Und die 200-Monats-Linie, das ist schon ein Widerstand, 14.600. Das ist definitiv ein Widerstand, je nachdem, wie lange das braucht, bis die 200-Monats-Linie bricht oder nicht. Ich finde es in Ordnung. Und ich finde auch, dass wir nach den Kerzen hier, da sind ja fast 3.000 Punkte, dass wir da mal atmen, ist völlig in Ordnung. Dieser Punkt hier, es kommt auch später nochmal, die 13.547 ist für mich recht wichtig. Das ist also eine der, wie später nennen wir, der Make-or-Break-Lines. Gucken wir mal hier auf die Woche. So. Wir sind von der Stochastik her schon ziemlich neutral, im Bereich um die 59,60. Ist gar kein Problem. Wir haben uns an dem Band hochgehangelt. Ja? Das war die Geschichte, die wir neulich hatten, dass ganz viele weiße Kerzen da waren. Ich habe gedacht, oh, was gibt es denn noch? Das gibt es ganz selten in den letzten Jahren. So, dann haben wir jetzt hier mal so ein bisschen schön durchgeatmet. Auch alles in Ordnung. Wir haben noch nicht mal die 20-Wochen-Linie gesehen. Wir haben noch nicht mal die 200-Tage-Linie gesehen. Das alles sammelt sich in diesem Bereich 13.547. Das ist echt mega wichtig, dieser Bereich hier. Sollten wir das deutlicher unterbieten mit einem Wochenschlusskurs drunter, also unter der 13.000, dann nehmen wir mal hier die 13.547, deutlich drunter gehen. Da wären wir also hier irgendwas, 13.300. Dann muss ich auch davon ausgehen, dass wir nochmal hier runterkommen. Aber im Moment, auch wenn das jetzt hier auf Wochensicht ein bisschen negativ ist, ich sehe nicht, dass der Nennenswert absäuft. Ohne geopolitische Risiken im Hintergrund. So muss ich es formulieren. Also ich mag den auch auf Wochensicht. Auf Tagessicht sehen wir so aus, dass wir... Das ist eine relativ seltene Bewandtnis hier der Bollinger Bänder. Ich nenne es immer Schmetterlingseffekt, weil von ganz weit gehen die auf ganz eng und öffnen sich sofort wieder. Ganz, ganz schwierig. Ne? Auf Tagessicht ist es weiter positiv über das MACD, ist es weiter positiv über die Stochastik. Wir haben geatmet. Ich finde es absolut in Ordnung, was der Markt hier macht. Und hier ist er wieder, dieser Punkt. 13.547, die Verbindung aus der 200-Tage-Linie und dem 38er Retracement, was eben ein anderes war, aber auch diesen Chartpunkt hier, das war das Zwischenhoch am 13.09. Das ist also ein Cluster Deluxe, das sind drei verschiedene Gruppen, die Chart-Leute, die FIBO-Leute und die Leute, die sich um die 200-Tage-Linie kümmern. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Da darf er und kann er und von mir aus soll er auch gerne nochmal drunter gehen oder dran gehen, aber er sollte es nicht deutlich unterbieten. Deutlich unterbieten wäre sowas wie 13.280. Hatten wir eben auch schon mal die Zahl. Richtig positiv würde er über 14.683. Also ich bin der Meinung, der Markt wird hier nicht wegrennen nach oben, aber ich halte ihn nach wie vor und ich wiederhole mich, für besser, als ihn viele Analysten oder auf YouTube-Analysten oder wo auch immer besprechen. Meiner Erfahrung nach geht der Markt meistens dahin, wo es weh tut.
und da nach unten sehr viel erwartet wird, ja, der ist doch viel zu hoch und wir haben das und das Problem und bla bla bla, geht er eher nach oben. Das tut weh. Und das ist meistens das, was der DAX dann, in diesem Fall der DAX, aber auch andere Indizes machen. Der geht dahin, wo es der Menge wehtut. Deswegen, ich bin nicht so negativ. Ich rechne insgesamt mit einem durchaus positiven Januar. Ich sehe mich nicht imstande, eine Analyse zu machen von länger als 6 Monaten. Ich glaube, ich behaupte, dass ab Anfang März sogar wieder so eine Art Dividendenfantasie kommen wird, obwohl ich ganz sicher bin und ich kann das mehr als verstehen, dass viele Dividenden reduziert werden. Aber ich finde den Markt nicht so negativ. Es ist keine Geschichte, wo ich jetzt sagen muss, okay, ich beleihe mein Haus und gehe long. So möchte ich es nicht verstanden haben. Aber bis zum Ende des 30.06., also auf Sicht von 6 Monaten, glaube ich eher, dass wir hier oben stehen, als dass wir hier unten stehen. Auf Sicht von 6 Monaten. Ich mag ihn. Jetzt kennt ihr meine Favoriten nochmal. Das ist eine VW, das ist eine Lufthansa, das ist eine Accor Hotel. Was hatte ich denn sonst? Ich meine, man kann auch Daimler nehmen, aber ich finde halt, eine VW ist, sagen wir mal, quirliger. Ich habe eine Fraport und ich habe eine Adidas. Das sind also die Dinger, die ich ganz gut finde. Da werde ich mein Ei reinlegen und dann mal gucken, was passiert. Ich wünsche euch ein sensationell tolles Jahr. Ja, wir haben heute den 1.1. Ich wünsche euch nicht nur Gesundheit, sondern auch viel Erfolg an der Börse. Und manchmal ist ein guter Trade, den man nicht macht. Ja, einfach vielleicht mal ein bisschen weniger handeln, sich zurücklehnen, auf deutlichere Signale warten. Das war's. In diesem Sinne, ganz viel Spaß. Baba.